Na dann. Herzlich willkommen. So, dann laufen wir mal der glücklichen Wiedervereinigung entgegen. La 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 la. Passend zur Wiedervereinigung gestern feiern wir heute unsere eigene Wiedervereinigung. Jetzt, das kam bei mir gerade ein bisschen später, stand ich auf der Leitung. Naja, aber jetzt habe ich es verstanden. Schön. Ein guter Konto-Einwurf auch. Wenn du es verstanden hast, dann bin ich mir auch sicher, haben es die anderen auch verstanden. Du bist meine untere Messlatte. Die untere. Die untere, ja. Ja, ja. Ich möchte nämlich nicht falsch verstanden wissen. I'm warming up. Oh, ich bin thirsty and hot. Naja, heute husten wir alle. Auch noch. Na, das ist immer. Das ist immer. So, hier ist jetzt so ein komisches Dorf, an was ich mich jetzt nicht erinnere gerade an auf der Karte. Bin ich etwa schon zu weit gelaufen? Ich glaube, ich bin jetzt nämlich in einem besagten Dorf. Würde mich doch verarschen. Mit Stiefel auf der Straße. Zielt doch jeder Sniper drauf, oder? Oder, da oder? Da liegt ein Stiefel auf der Straße? Ja, Jungle Boots. Geil. Naja. Die sind gut. Aber wer hat die da hingelegt? Ich weiß es nicht. Ich wollte doch eigentlich nochmal aufs Straßenschild gucken. Na, ich gehe jetzt einfach mal stark von aus, dass wir jetzt im gleichen Ort sind. Hier ist eine Kirche, ne? Ich bin jetzt im Kack. Oho. Entschuldigung für meine beschissene Aussprache, aber Russisch bin ich nicht. War perfekt. Also war genau. Authentisch. Das sind die Knorke der Deutschen, ey. Ich wollte gerade fragen, ob du mal in Russland studiert hast, weil du das so akzentfrei aussprechen kannst. Das ist echt peinlich eigentlich, ja, dass man solche so eine große Sprache, beziehungsweise so eine Sprache, die man nicht kann. Naja, ja, man kann ja nicht alle Sprachen können, wie man wir. Man kann nicht alle Sprachen. Wir können so viele Sprachen. Ja, ja. Eine. Na, ich kann zwei. Ja, der Typ hat da, ja. Ne? Ich kann so, ja nicht viel, aber das kann ich dann. So, jetzt kann ich zum Beispiel nicht ich richtig... Ich durch diesen Ort, aber ich glaube, dann sind wir noch an verschiedenen anderen Stellen, weil ich habe hier noch keine Kirche... Oh, das ist das da oben. Hier liegt ein Polizeiauto doch, mitten auf der Straße. Ist das vielleicht... Vielleicht sehen wir uns doch gleich. Da oben ist eine ganz kleine Kirche. Jetzt laufe ich hier schräg. Hier ist ein Friedhof. Jetzt sehe ich das Polizeiauto. Wo bist du? Oh, hier ist eine MP5. Ey. Geil. Du bist da am Polizeiauto. Hallo. 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 Jetzt baller hier nicht rum. Wir sind nicht woanders. Geil. Funktioniert. Hast du gehört? Ja. Meine Freude ist groß. Meine auch. Ich habe sogar noch einen Schalldämpfer. Lass den Kofferraum. Ich bin da noch nicht dran gewesen. Ich habe ja nur eine Trampe, deswegen ist... Oh. Deswegen freut mich. Was ist denn jetzt hier mit Hallo. Hallo Freund! Mach ich denn das mit F2? Mit F1, ja, das ist deine devote Art. Mist. Hallo! Hallo! Der Boogie Boogie Boogie! Ja. Der Boogie Boogie Boogie! Na. So, ist mir auch zu blöd. So. Schön, ich freut mich. Friendly Dance, ja, das kann ich eh nicht. Genau. Friendly ist zwar nicht. Nee. Du bist super friendly. Hier ist noch eine Pistole. Ach echt? Ja. Aber hab ich doch. Also ich hatte eine. Ja, dann auf zum Airfield. Ach, ich habe jetzt auch nur einen Schuss immer hier, Mist. Kein Magazin. Hallo, liebe Freunde. Jetzt befinden wir uns auf einem ganz, ganz großen, vollen Server. Und es kann alles passieren. Alles. 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 Wir können das, also weil wirklich alles passieren kann, kann man alles auch gar nicht oft genug sagen. Ja. Alles kann passieren. Und ich bin sehr froh, dass ich in dieser Sekunde nicht alleine bin. Ja, am Start ist natürlich wieder der Action 16 und ich nenne den eigentlich immer fälschlicherweise Action 16, aber der heißt ja eigentlich Action 16 MD. Aber das MD schreibe ich auch nie irgendwie dazu, das ist mir voll zu lang. Das ist so wie Doppelname, so Jean-Luc oder ja, so. Ja, ja, genau. Das muss einfach auch nicht sein. Also ist schön, wenn man ihn hat, ich habe auch zwei Namen. Action ja eigentlich nicht. Nicht? Nee. Eigentlich vor allen Dingen. Ja, na weil... Kannst du auch so sagen, Action hat keinen. Sie hat keinen, ja. Er hat keinen nicht, sondern er hat keinen zweiten Vornamen. Der klang dramatischer. Der hat keinen Namen.
ist eine ganz arme Sau. Der hat noch nicht mal einen Namen. Ist schon traurig, ja. Tja, ja. So, ich klappe hier mal die Baracke, ne? Ja, mach das. Klappe doch mal die Baracken ab. Ja. Der Action wollte sich übrigens im Nachhinein jetzt nochmal entschuldigen für die miese Stimmung im letzten Battlefield-Video. Ja? Ich wollte mich dafür entschuldigen, ja, für weil miese Stimmung. Weil die Stimmung auch mich etwas hat runter... Also es hat mich runtergezogen, definitiv, ne? Ja, Verzeihung, ich habe dir gerade die Munition hingepackt. Ja, naja, ist wenigstens was, ne? Aha. Hat so jeder seinen Part im Leben. Ja, ja. Ach, die Munition habe ich auch schon, da ist es, das passt hier nicht rein. Na gut, dann hast du sie jetzt. Aha. Ach man, das ist bestimmt ein voll geiles Gewehr. Voll geil. Oh nein. Brauche ich jetzt auch meine... Moment. Moment, jetzt habe ich... Ach nee, jetzt liegt die ja wieder auf dem Boden. Gut. Ja, dann halt nicht, ne? Ist ja, ich bin ja eh friedlich. Pullerst du dahin? Nein. Das sah gerade so aus. Ja, haben sie jetzt neu eingerichtet. Das sah gerade so aus. Ja, das fehlt eigentlich noch, ne? Das Gefängnis. Ja, das fehlt echt. Oh ja. Hier ist nichts. 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 Das ist nichts. Doch, ich habe ein Combat, also ein Kampfmesser gefunden. Oh, ich habe ein Combat-Kampfmesser gefunden. Danke. Übersetz es doch noch einmal. Combat. Kampfmesser. Gut, danke. So, dann auf zum großen Airfield. Wo war denn das jetzt? Ja, einmal hier schräg rüber. Ich bin schneller. Ich bin schneller. Ich bin schneller. Ja, wer ist schneller? Wer ist schneller? Ich bin schon wieder nicht hydrated. Achso, ich müsste... Ah, warte mal. Ich müsste auch mal was trinken. War nämlich ein Brunnen. Zu früheren Zeiten. Hm. Ja, hier ist er. Oh ja. Ich laufe trotzdem auf die Bahn. Und wird es das Letzte sein, was ich tue? Trinken? Ja, aber wir müssen echt saufen, ja. Ja. Wir müssen. Wir müssen. Wir haben doch keine Wahl. Fertig. Nein, es schmeckt gerade so gut. Mhm, süß. Nom, nom, ist mein Lieblingswasser. Bleib doch mal still, sitzen mal, du machst mich voll nervös. Ja, falls irgendwer auf mich anvisiert, mit Kimmel und Korn, dann mache ich demjenigen Halunken einen Strich durch die Rechnung, weißt du? Einen Strich? So. Mit Lineal oder ohne? Ohne. Du kannst... Dün, dün, dün. Ich habe alles im Blick, meine Freunde. Alles. Seht ihr, wie ich alles im Blick habe? Oh ja. Oh ja, guckt meine große Wumme. Wie sie in der Sonne glänzt. Lass uns mal zu den... Habe ich da oben gerade gehört? Warte mal. Was? Sprechen oder? Ja, ich, sehr leise. Höre auf. Oder liegt die Knarre? Geil. Eine AKM. Okay. Bewach mal den. Geil. So, AKM, ich glaube, da habe ich doch jetzt aber Munition, ne? Aber eine AKM kann man auch so chambern. Das weiß ich. Oh, hier ist noch eine AK-74. Was ist denn jetzt hier eigentlich besser? Ich weiß immer jetzt gar nicht mehr Bescheid. Ey. Findest du mal nur die, sag mal. Na, die lagen da. Bist ja anscheinend dran vorbeigelaufen. Ja, die passt ja jetzt in meine Munition. Mit einem Schuss. Mist. Ja, dann lege ich die AKM ist aber besser eigentlich, ja? Das wär, die AK-74 dachte ich ist. Echt, ja? Die habe ich jetzt. Ich weiß es nicht. Naja. Merkt, wir haben hier voll die Ahnung, wer der ist. Mhm. Ja, ja. Na, als Pazifisten muss man sich mit solchen Teufelszeug auch nicht so sehr auskennen. Das hat mir der Teufel gesagt. Ja. So. So, wir machen einen letzten Versuch hier mit diesem Scheiß, mit diesem verdammten Gefängnishaus. Dann will ich endlich mal rausfinden. Gibt's, brauchen wir echt nicht, glaube ich. Oder nicht.
Ich glaube, das können wir uns klemmen. Ich werde aber nicht hinter den Hangars lang, sondern vor den Hangars. Ne, ich möchte auch was finden. Hast du schon mal was hinterm Hangar gefunden? Nee, aber mich haben manche Leute schon vor den Hangars gefunden. Ja, dich haben sie. Da sollten wir uns wie zwei kleine Arschlöcher hier irgendwo auf die Lauer legen und das so ein bisschen beobachten oder so richtig Rambazamba hier. Ich würde sagen, wir machen so Variante 1 und gucken mal so ein bisschen, was los ist hier, ne? Ja? Das kläre ich. Ich glaube, die ist auch nicht schlecht gleich hier rein. Ja. Zaun nur bestimmt. Du weißt ganz genau, was passiert, wenn wir jetzt hier versuchen, Bad Boy zu spielen, ne? Ich weiß. Wir beiden. Das ist nämlich bis jetzt immer gut gegangen. Nie. Eigentlich immer. Schon allein das Lauern war uns nicht vergönnt. Weil wir ungefähr nur 2 Minuten immer gelauert haben und dann die Lust verloren haben, ja. Weil uns jemand störte beim Lauern. Nee, weil wir auch keine Ausdauer hatten. Du. Ach so. Ja. Ist klar. Na, weißt du noch, wo ich bin, ja? Ja, ich hab dich gut mal so gesehen. Weil der Herr natürlich auch einfach... So, jetzt mal jetzt ist hier mal ernst, ja? Ja. Ernst. Keine Absturzstelle. So viel zu, wir legen uns mal auf die Lauer. Naja, wo wollen wir uns denn auf die Lauer legen? Wahrscheinlich wird uns diese Entscheidung auch gleich abgenommen werden. Ist anzunehmen. Ich bleib hier. Dann nehme ich denjenigen, die jetzt gerade auf der Lauer liegen, nämlich wie Gott, die Arme rennen. Ach, genau. Das ist Karma. Karma ist a bitch. Karma Sutra. Entschuldigung. Was ist denn jetzt? Ich bin hinter dir. Da, ich sehe es. Ich laufe nämlich ganz mutig hier wieder nach vorne. Ja. Die Sonne. Schade. Man kann die Spannung mit Messern schneiden. Oh, mit Messern schneiden. Ich krieg's nicht gebacken, um jetzt richtig zu sprechen. Bla bla bla. Genau, bla bla bla. Das krieg ich immer noch hin. Bla bla bla. Bla. Das wäre auch meins eigentlich. Bla bla bla. Bla bla bla. Bla bla. Hast du da wen gesehen? Nee, oder? Auf die Serverliste. Oh, die Serverliste ist aber jetzt dolle voll. Penispump ist dabei. Und Valhalla-Engel. Ah ja. Interessant. Ach, da hinten ist einer übrigens. Quatsch. Ohne Scheiß, ich habe einen gesehen. Wo? Ganz hinten. Lief einer lang. Komm weg da. Der lief einmal rüber. Na, ich will ihn einmal sehen, wenigstens. Ganz drüben. Drüben bei den Hangars war einer. Geradeaus. Vielleicht hat er uns auch gesehen, weil ich sehe ihn jetzt nämlich nicht mehr. Doch, da ist er. Ja. Ich glaube, möglicherweise hat er uns gesehen. Wir gucken mal, wo er langläuft. Also PU-Scope-mäßig, der läuft hinter den Hangars lang, ne? Ja. Naja. Geht los, Freunde. Oh, da hinten rechts ist. Rechts am Hangar. Der läuft zu den Zelten. Der hat uns nicht gesehen. Oder es ist ihm egal. Das ist ihm nicht egal, der hat uns nicht gesehen. Ja. Dann behalten wir den. Wald, ja. Ja. Jetzt sehe ich ihn nicht mehr. Doch, da ist er wieder. Auf jeden Fall hat er ein Gewehr. Also er hält etwas vor sich. Ist ja auch PvP-Gebiet, ist ja auch richtig. Stimmt. Jetzt sehe ich ihn nicht mehr. Ich hoffe, er hat keinen Sniper und freut sich, dass ich hier so still sitze. Ich habe ihn gerade nicht mehr gesehen.
Auch zu den Zelten, also. Na, wenn wir uns jetzt auch so bewegen, sind wir ja auch sichtbar. Nee, nach hinten weiter. So, so den Weg, den wir gekommen sind. Okay. Na dann los. Wo bist du? Da. Na, es geht da gleich spannend los, meine lieben Freunde. Das wird nicht der Einzige bleiben. Nein, nein, nein. Ja, die Frage ist, sind noch umholzen oder nicht umholzen? Erstmal gucken. Und dann umholzen. Na, ich bin ja noch skeptisch, dass wir das wirklich in der Hand haben, was gleich passieren wird. Naja. Das Ding war schon, dass wir ihn nicht mehr gesehen haben. Das war schon mal schlecht. Ja, ja. Genau ich habe ihn auch nicht mehr so genau gesehen, dass er Richtung der Zelte gerannt ist. Ihr merkt, wir haben das alles komplett im Griff. Komplett. Mhm. So, ich werde jetzt hier noch einmal durch die Tanne luchsen, aber ich glaube, wir sehen hier gerade nichts, ne? Nee, hier nicht. Zu weit hinten. Hügel. Vielleicht hier vorne, bei denen. Kleineren Tannen. Ja auch schon da in diesem berühmten. Ich versuche mich jetzt einfach mal ranzutasten an diese Tannen. So, ja, müsste jetzt schon etwa da sein, ne? Mindestens, ja. Also wenn er einfach durchgerannt ist, ist er schon längst hier. So, Ich gehe mal in die erste. Du hast eine SKS, ja? Wo bist du? Ist schon vorgelaufen in den nächsten ersten Wald. Tanne vor dem ersten Tanne vor diesem Schrottauto. Jetzt siehst. Ach, da vorne und wo bist du? Wo bist du? Ich bin ja noch im Wald hinten. Ich bin in dieses einmal den Wald rum und dann diesen Tannenarm nach vorne gelaufen vor dieses Schrottauto. Wo ist der Panzer? Also direkt an den Weg ran. Ich bin jetzt ungefähr 2 Meter vor dem Weg. Okay. Ich sehe ihn nicht. Ja, ich hoffe erstmal dich schon gern sehen wollen wieder. Du LKW oder Panzer? Wo bist du? LKW. Panzer. Das war unheimlich geil. Dass du jetzt sofort los, ich stratz musst bist. Du musst irgendwie direkt an mir vorbei. Ich stand hier. Jetzt bin ich hungrig. Sehr Kannst schön. Du mal beschreiben ungefähr, wo du bist? Ja, ich stehe jetzt auch an der Tanne vor der Straße und hier stehen links 2 LKWs. Einer auf der linken Seite, einer auf der rechten Seite. Wo du bist. Ne, du musst doch, wenn du vor dem Zelt stehst, auch irgendwo auf jeden Fall die LKWs sehen, die jetzt hier stehen. Nee, dann bist du viel weiter nach vorne gerannt wieder. Oh, ich denke, du bist direkt an deinem Zelt schon. Ja, da bin ich. Jetzt bin oh, da ich bist du. Ich sehe dich links. Ja, mein Gott, links. Ich sehe dich. Oh, du hast gesagt, du stehst 2 Meter vor der Straße. Ja. Ruhig bleiben und locker und einmal durchatmen, ja? Meine ich stehe 2 Meter vor der Straße. Ja, ja. Naja, weil jetzt über den Zeltplatz laufen wollte ich auch nicht. Wo haben wir es denn? Wo bist du denn jetzt hier schon wieder? Da. Du hast mich doch gesehen. Na, jetzt sind wir nicht mehr im Vorteil. Das war schon vorhin nicht mehr. Was machen wir? Sturm, würde ich sagen, ist Blödsinn, weil wir nicht wissen, wo er ist und wie viel es waren. Na ja, komm mal mit. Wir gehen einfach mal davon aus, er wird die Zeltstadt looten und dann vielleicht weiter in Richtung des Militärlagers hin.
nervig, ey. Mhm. Okay, ist nicht da. So, ich würde sagen, Abbruch, wir laufen wieder zurück, wo wir herkamen. Okay, dann los. Ja, das bringt dir gar nichts gerade. Da vorne bei den Hangars denn, oder wie? Ja, wo wir, ja, wo wir ihn entdeckt haben. Alter, das hier ist sowas rappelvoll. Mhm. Oh, alter Falter. Alter Falter. Das ist ein sehr offenes Feld gerade hier. Mhm. Die Bäume. Ich habe noch so den Eindruck, dass der so wie wir ist. Über die Zelte denn hier die Ecke hier noch lootet. Mhm. Mhm. Können wir nicht genau sagen. Ach, hier, ach, Alter, das ist ja scheiße. Wir gehen am besten zur Mauer. Okay, dann los. Weia. Im Todesstreifen sehen wir bestimmt jemanden. Bist du da? Ich bin gleich bei der Mauer. Gewagt, gewagt. Ja, das war nicht so. Oh, tja. Hallo. Ups. Oh, Schüsse, Schüsse. Und wo? Hinter uns. Ja, hinter die Mauer. Los, komm. Ich laufe in die andere Richtung und bin hinter die Mauer. Warum denn das? Haken sich irgendwelche Leute. Ja. Aber das galt nicht uns. Nein, nein. Zombie wird es auch nicht gewesen sein. Klang wie eine AK, ne? Oh, was Hartes, hm? Ne, Feuerwehr. Tja, kurz mal hier in den Tannen verweilen. Ja. Geschützt sein. Guck, dann waren hier noch mehr unterwegs. Und wir haben ja gedacht, wir sind hier. Na ja, gut, mittlerweile sind ja 50. Aha. Ich war, glaube ich, 50. So. Und wieder, ne? Jetzt habe ich nichts gehört. Auch nur was Einzelnes. Hm.
kam aus der Richtung, aus der wir gelaufen waren. Ich denke ja, hm? Ja, ja, also das klang auch so. So, einen kurzen Moment warten. Hm. Irgendwer lang gehört. Jetzt hier irgendwo hinstratzen, bringt nichts. Tja, vielleicht hat es ihn dahin gerafft und jetzt wird erstmal ausgelootet. Ciao. Aber jetzt so sitzen habe ich auch kein gutes Gefühl. Ah, rumrennen. Ja, aber bis jetzt einer uns zufällig sieht und Zeit hat anzuvisieren und anzuschleichen. Zufällig uns hier zu sehen, das wird schwierig. Wenn wir hier rumrennen und einen auf Halligalli machen, dann schon eher. Tja, in welche Richtung? Wieder übers Airfield oder den Rückzug? Ich würde weiterlaufen in die Richtung, wo wir jetzt hinlaufen wollten, eh. Mhm. Na, dann machen wir das. Dann schauen wir einfach mal, was passiert. Ja, und los. Ich will kurz mal in die Todesstraße gucken. Mhm. So halb nix. Ich kann nicht. Schade. Vorne kommt eh eine Kurve. Keine Ahnung. Ich muss jetzt gesehen, ob es war leer. Hm. Das ist jetzt auch neu da vorne, ne? Ich kenn's nicht. Was denn? Diese Tower mit irgendwelchen Hangars da. Ist das nicht der Main Tower? Ach so. Ja, stimmt, das ist die Feuerwehrstation. Okay, gibt's hier überhaupt was geknickt? Ich werde beschossen. Ich bin tot. Weg. Mach dich weg, ich bin tot. Von wo kam's? Ich habe keine Ahnung. Es war ein Schuss, ich bin tot. War dead. Na, das war doch mal ein Spaß. Das war doch mal ein Spaß. Ey, von wo kam das? Ich tippe mal von der Feuerwehrstation. Meinst du von da hinten? Wir waren da relativ dicht dran. Verpiss dich da. Also. Oh, ich werde... Oh, ich wurde geschossen. Ich werde getroffen. Ich sehe es nicht. Ja, versuche erstmal. Ich bin ohnmächtig. Okay. Aber richtig abgekackt. Na, das kann man so nicht sagen. Doch, das kann man genau so sagen. Ja, naja, ja. Das hat mich getroffen und ich habe aber nichts gesehen, ey. Ich bin noch unconscious, aber das wird jetzt nun nichts mehr werden. Ja, also das war ein eigen. Ich denke mal, ich habe einen Kopftreffer abgekriegt. Ich war sofort. Ich habe noch nicht mal was gehört. Ich war sofort schwarz. Das ärgert mich. Ich bin ja nur noch gelaufen und gelaufen und. Er hat es echt geschafft, unentdeckt mir zu folgen. Ja, ich bin tot. Oh, das ist doch wohl...